So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play FIFA 16 Karriere und wir warten noch immer auf eine Antwort von FC Basel und da haben wir sie auch schon. Yo, ey! Der Ole Embolo kommt tatsächlich zu uns. Das ist ja der Hammer. So ein bisschen verbleibendes Gehaltsbudget haben wir noch. Er kriegt 30 Millionen von uns, so wie er möchte. Wir wollen ihn 4 Jahre binden und er wird ein... Wir machen mal keine Angabe. Vielleicht akzeptiert er das so. Ich hoff's. Ich möchte ihm jetzt keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. So. Dann würde ich sagen, ist Zeit für ein bisschen Training, wa? Einige haben gesagt, ich soll das doch bitte simulieren. Ich würde es aber schon gerne selbst machen. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal diesen Typen hier. Kopfbälle und Volleys. Das hört sich doch gut an. So, Flügelspieler. Tadic, der darf auch mal ein bisschen üben. Dribbling-Parcours durchsetzen. Tempo-Dribbling, das ist doch gut. So, Mittelfeld. Tielemans. Wie schaut's aus mit dir, Bruder? Dribbling-Parcours. Ballbesitz halten, das ist doch gut. Oh, schwer. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Run, 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 run. Run, run, run. Okay. Grätschen, Zweikampf ist gut. So, und der letzte. Gut, bei Stekelenburg kann man, glaube ich, nicht mehr so viel machen. Stekelenburg. Wir holen uns mal Setric ran hier. El Rondo. Ah, kriegt auch Zweikampf hier, komm. Okay, ich mach's nochmal selber. Ich weiß, ich sollte es vielleicht wirklich nicht tun, aber... Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Das Training macht so Spaß, das ist mein Problem. Wenn das nicht so einen Spaß machen würde, würde ich es auch nicht selber machen, aber ich würde gerne. Ich weiß, es bringt nicht viel. So, linker Fuß ist ein starker. Yo, ey! Nein! Oh, schade. Ja, sehr schön. Sauber! Alter! Boah! Das war der Junge, ne? Oh, schade. Gegen die Lotte. Nein! Oh. Sauber. Sauber! Also, aber der ist ja beidfüßig gigantisch, ne? Oh, so knapp, was? Oh, schade. Na egal. Aber wir waren gut, glaube ich. Also, der Junge ist ja super. Alter. Ist ja der Hammer. Um Dribbling Hindernisse und absolviert den Parcours im Rennen mit dem Gegenspieler. Bonuspunkte gibt es, wenn du am Ende das ein Tor erzielst. Okay. Sprinten, Dribbling, Schießen. Okay. Naja, schauen wir mal, was das wird. Los, Edith! Yo! Sehr nice. Leider keine 100 geworden, also kein A geworden, aber egal. Ging auch so. Was ist das? Oh, Ballbesitz halten. Überquere dein mit den Dribblingsfähigkeiten den gesamten Platz. Überwinde die Verteidiger mit angetäuschten Schüssen, Spezialbewegungen oder schnellen Drehungen. Trifft zum Abschluss der übrigens Tor. Okay. Naja, gut. Schauen wir mal. Ach du Scheiße. Oh, ist nicht gut. Oh. Voll hingeklatscht. Okay. Klappt. Ah. Alter. War das nicht gut? Was soll ich denn da mit den kleinen Toren machen? Hä? Ich verstehe nicht, was ich mit den kleinen Toren machen soll. Ach komm, Alter. Hä? Ich raff's nicht. Sag mal.
versuch's erneut. Hä, was hab ich denn mit. Was soll ich denn mit dem Tor machen, mit dem Kleinen? Das raff ich nicht. Ja, können wir gleich nochmal probieren. Ach komm, Alter. Okay. So. Sehr gut. Ah, okay. Nein! Yo! Alter, sauber! Yo, das haben wir geschafft, Alter, wie geil! Sehr gut! Mein Gott, wieso hat das vorher nicht gezählt dauernd mit dem Tor? Das habe ich nicht kapiert. Hä? Keine Ahnung. Naja. So, jetzt ist wieder meine Lieblings... Meine Lieblingsaufgabe. Zweikämpfe. Die sind der Hammer. Ich liebe sie. Ja, ich liebe sie. Sehr gut. Da oben. Nein. Sauber. Nein. Das haben wir nicht geschafft. Scheiße. Den haben wir aber. Gute Arbeit. Ich glaube, da können wir aber noch mehr schaffen, ne? Machen wir nochmal, komm. Das dauert ja nicht lang. Eins. Zwei. Nein. Oh. Was? Was ist denn jetzt los? Zack. 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 Sehr nice. Zack. Excellent. Boah, na. Sehr geil. So, ich glaube, jetzt kommt nur noch genau Cetric. Okay. Der macht nochmal genau das gleiche. Ah ja, okay. Das ist aber ganz gut. Da kann man seine Verteidiger ganz gut trainieren mit dieser Übung. Ah. Okay, komm, machen wir gleich nochmal. Ich denke, das ist was, da kann man ruhig schon ein Excellent schaffen. Nein, oder auch nicht. Mann. Da ist der Van Dijk natürlich schon eine ganze Ecke besser. Alter. Naja, das machen wir nochmal. Also, das machen wir nochmal. Haben wir noch einen Versuch. Pam. Pam. Nein! Oh. Oh. So knapp. Och Mann, ey. Können wir nicht nochmal probieren? Naja, gut. Schade. Also bei Van Dijk haben wir richtig gute Arbeit geleistet. Beim Rest... Naja... Geht so. War schon schlechter. Okay. So, machen wir mal weiter. Es geht als nächstes gegen Watford für uns. Uiuiui. So, das Angebot wurde akzeptiert. Ich freue mich. Damit ist es offiziell. Embolo tritt offiziell unserer Mannschaft bei. Sehr nice. Freue ich mich drüber. Und wir können ja doch nochmal gucken, ob wir vielleicht den ein oder anderen Spieler dann doch noch auf die Transferliste setzen. Verliehen, verliehen, verliehen. So, dass wir die alle hier auf... Transferliste. Transferliste. Na. Und auf die Transferliste. 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 Martina. Shane Long behalten. Wobei, Shane Long können wir verkaufen, oder? Bei. Juan Mi. Ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Classy zum Beispiel können wir auch verkaufen. Ach, der ist erst gekauft worden, oder was? Okay. Ja, dann können wir den nicht verkaufen. Wie sieht's mit ihm denn aus? Hm. Flanagan. Der ist doch zu jung, den will ich nicht verticken. Wie sieht's denn mit ihm hier aus? Den können wir doch noch auf die Transferliste setzen. Davis. Er ist ja schon ziemlich alt, ne? Vielleicht kauft ihn ja jemand.
Also ihn hier auf keinen Fall. Das ist mein persönliches Talent, wo ich sage, wow. Also ich glaube, Ward Bros wird uns noch viel, viel Freude bereiten. So. Also. Für uns heißt es jetzt Gastspiel bei Watford. Bin sehr, sehr gespannt. Wir spielen eigentlich so gut wie mit der gleichen Mannschaft wieder. Cutlets, Mané, Ward Prowse, Stendera, Wanyama. Ich würde aber gerne den neuen da mitnehmen. Hier, Embolo. Einfach mal schauen, wie der so drauf ist. So. Auf geht's zu den nächsten drei Punkten, würde ich mal behaupten. Hoffe ich doch zumindest. Ward Prowse. Ah, cool, hier flanken wieder. Ah, war nicht gut. Die ist gut. Ach so. Musst du auch selbst was machen, okay. Naja, komm. Lass mal durchstarten hier, heute gegen den MC Watford in der Vicarage Road. Oder an der Vicarage Road. Ja. Bin ich mal gespannt. Was hat hier wert? Das ist die Aufstellung von Watford. Alter. Ist Ibabo der Ibabo? Der Victor Ibabo? Heißt der Victor? Ich weiß es nicht. Stark von Ward Prowse. Der ist so gigantisch, der Junge. Ward Prowse. Ja, kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Alles klar. Diamanti. Huardo. Keine Ahnung. Huardo. Eduardo. Unten. Boah. Diamanti. So, Eckball. Aufpassen. Berkuis. Den wollten wir eigentlich holen. Ich weiß gar nicht, warum es dann doch nicht geklappt hat. Ich glaube, der war schlicht und ergreifend zu teuer. Mané. Schade. Schade. Beinahe. Nein. Niemals. Oh, was ist das denn gewesen? Oh. So ein Stahlfuß einfach. Oh, schön. Ward Prowse macht da gut Action vorne. Und plötzlich ist er hinterm Torwart. So das Schnaufen von Ward Prowse. Draufgehen da. Das ist gut. Vorsicht. Langer Ball auf Cathcart. Berkuis. Oh, gut gemacht. Es gibt Einwurf für Watford. Mané. Manege ist frei. Njom. Müssen wir haben. Mané ist dabei. Steckernburg mit dem Abstoß. Stendera. Bisher blass. Ja. Ach, schade. Und Ward Prowse. Da nicht versucht. Oh, Stendera. Die Idee an sich war super. Ausführung. Eher nicht so. Achtung. Tyson. Da, wo er ursprünglich hin wollte, haben wir zugemacht. Wichtig. Tyson wieder. Oben. Achtung. Ja. Gut gemacht. Stark. Eigentlich sollte er direkt auf Bertrand. Mané, super gemacht auf Bertrand. Und jetzt. Flanke kommt. Cutlets!
Schade. Achtung. Auf den Außen. Bertrand ist da. Deckt ab. Tyson. Klar, mehr Ballbesitz hier für die Heimmannschaft. Und jetzt Nyom. Extrem ungeil. Schlechte Situation, Ausgangsposition da für uns. Das ging gut. Oh, Freunde. Bis hierhin läuft es nicht gut. Watford kommt. So. Wanyama. Jetzt mal ein sicheres Aufbauspiel. Mane. Rennt und rennt und rennt. Mane, gib mal den Schlafraum, Mane! Schon wieder ein Fehlpass, ey. Schnellere auf Pros. Tielemans. Holla. Oh, das mit Mané, ey. Da sehen wir es nochmal. Boah. Da wackelt die Heide. Cutlets! Cutlets! Nein! Arla! Flagge kommt, die ist gut! Tielemans! 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 Oh. Mann! Die Chancen werden mehr und die Chancen werden vor allem besser. Aber auch, weil Watford hier und da hinten ziemlich unsicher ist. Ziemlich, ziemlich unsicher. Cedric, Václav, Wanyama. Schön, stark gemacht von Fonte. Aufpassen, Capoue. Tyson. Gut gemacht. Oh nein! Mané. Da ist er aber wieder. Schön. Oh, schönes Zusammenspiel. Ach du Scheiße! Ah, wenn der jetzt reingeht, ist es meine eigene Dummheit gewesen. Geht aber nicht. Ja. Schön. Schöner Doppelpass mit Ward Pros und Cutlets. Schade, ich dachte, ich komme durch, ey. Auch mal ein bisschen ruhig spielen hier. Nicht direkt immer Attacke hier. Boah, ja, und dann kommt das aber bei mir bei rum. Ich sehe manchmal Lücken und würde dann da auch gern durchspielen. Aber irgendwie steht dann da trotzdem immer ein Gegenspieler. Macht dazu. Weil das eigentlich voll die offensichtliche Lücke ist, durch die man spielen kann. Schafft der Gegner es dann immer. Warum auch immer. So, aufpassen. Nochmal die Flanke. Die ist gut. Und jetzt! Boah. Und Capoue steht da. Unsortiert da hinten sind wir. Gerade. Oh, was machst du denn? Na, ist egal. Gibt sowieso Halbzeit. 0:0. Die dritte Halbzeit in Folge, wo wir kein Tor erzielen konnten. Jetzt gibt es einen Wechsel. Aha, tatsächlich. Mein Freund Victor Ibabo. Ich bin so erfreut darüber, dass er hier ist. Der Hammer. So, Wanyama. Sieht da oben Mané. Aber das ist einer für Alaukusis. Die müssen wir haben. Schön. Haben wir. Cedric. Oh, 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 oh. Da stand ihm quasi das nichts ahnende ins Gesicht geschrieben. Wo soll ich nur hinspielen?
So, Bertrand. Oh. Cedric. Ward Prowse da unten. Prowse. Ja! Eckball. Immerhin. Also alles, was von Ward Prowse ausgeht, wird gefährlich. Oh. Auch wenn seine Ecken noch nicht so gut sind. Also die sind durchaus noch verbesserungswürdig. Na komm raus, Torwart. Lass ihn doch nicht zu dir rollen. Das ist Zeit, Mann. Warum? Weißt du, das meine ich mit den Pässen. Ich meine, es mag ja sein, dass sie die realisierte, also realistischer gemacht haben. Aber das ist nicht realistisch. Ganz ehrlich. Oh, nein. Da war ich damit beschäftigt, aufs Radar unten zu gucken, wo ich hinspiele. Achtung. Ja. Gut aufgepasst. Bisschen offensiver werden hier. Was? Nichts. Warum? Ey. Warum sind das solche Pussypässe einfach nur? Das verstehe ich nicht. Also teilweise echt. Es ist nicht alles gut, was sie da verbessert haben am Passspiel. Ganz ehrlich. Ja, das war dumm. Oh, wobei. Mal schauen. Oh. Mané muss ihn jetzt nur mitnehmen. Flanke kommt, die ist gut, aber nee. Nicht, wenn man so direkt vors Tor schießt. Starker Kopfball. Ja. Mal ein bisschen drücken da vorne. Ruhig. Wollen wir mal drauf gehen da. Ist doch nicht verboten, Pressing zu spielen, ne? Ja. Ach klar, Prödel, Alter. Jo. Natürlich. Oh, Vorsicht, Ibabo. Guck dir das an. Lächerlich! Eine lächerliche Entscheidung von Bill Clinton. Nee! Ach komm, nee. Nee. Lächerlich. Lächerlicher Elfmeter für Watford. In der 71. Der ist drin. Es steht 1-0. Einfach nur lächerlich. Ganz ehrlich. Richtig lächerlich. Aber gut. So, wir machen mal Ward Prowse in die Mitte. Mbolo auf rechts und lass das mal so. Und schauen einfach mal. Ah, Schalera kriegt ein Päuschen. Da haben wir Mbolo. Ja. Mal gucken. Ah, direkt mal ein Fehlpass. Natürlich, ja, das ist das, was du bei FIFA mittlerweile am besten kannst. Fehlpässe spielen. Kein Foul. Es ist lächerlich. Ey. Es ist Ball. Ball gespielt einfach nur. So, jetzt müssen wir in die Offensive gehen. Oh. Alter Schwede. Okay. Mbolo. Auf Cutlets. Ah. Da ist er. Flanke kommt. Nicht gut. Zweite Chance. Da ist wieder eine Flanke. Die geht auch alle so weit vor den Torwart, ne? Dass der so gar keine Probleme hat. Dann machen sie das jetzt extra, wa? Damit sie sagen können, unsere Torwart sind die besten. Schön. Oh. 80. Minute. Mbolo. Cutlet. Oh. Schade. Noch offensiver.
Wir müssen jetzt komplett aufmachen da hinten. Wenn wir hier nicht verlieren wollen. Ja. Kein Ding. Oh, kein Abseits. Dini. Dini, ist das nicht der, wo diesen epischen Aufstieg da klar gemacht hat? Keiner geht zum Ball. Sehr geil. Tyson. Tor. Für Watford. Und keiner weiß so wirklich warum. Offensiv schwach heute, aber sowas von. Flanke kommt. Boah, gibt bestimmt noch Eckball, wa? Also ich bleib dabei. Ich meine, das ändert nichts an diesem 2-0. Aber. Och. Aber, das war vorhin definitiv kein Elfmeter. Da bleib ich bei. Natürlich ist da ein bisschen Gerangel dabei. Natürlich ist da so ein bisschen, ne? Aber so hinzufallen, dass es ein Elfmeter ist, ist dreckig. Ich weiß schon, warum ich Ibarbo nicht leiden kann. Mensch, Jungs, greift an, wenigstens. So ein bisschen. So, Van Dijk. Prost. Fuß drauf gehalten. Das ist normal. Freistoß, Mann. Unfassbar. Naja, Watford gewinnt mit 2-0. Und da müssen wir uns auch in gewisser Weise hinterfragen, warum das Spiel am Ende so ausgegangen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.